Verkündigung in der neuen digitalen Öffentlichkeit, das ist ja unser Hauptthema dieser Tagung. Und ich möchte diese drei Punkte mit Ihnen, mit euch durchgehen. Zunächst einmal, wo kommen wir her, wo stehen wir? Dann die Corona-Challenges, die stetig zugenommen haben im letzten Vorbereitungsjahr. Und dann nochmal eine Spezial-Challenge, wo ich dann gerne Ihr Feedback im Chat zum Schluss auch hätte. Zunächst einmal, wo kommen wir her, wo stehen wir, wo wollen wir hin oder manche fragen, was ziehen wir dabei an? ProChrist ist Ihnen bekannt als eine Veranstaltung mit einem Zentralort, mit großen Besucherzahlen an einem Zentralort. Wir haben damals vor 25 Jahren gestartet mit einer privaten Satellitenübertragung, ein gesperrter, ein geheimer Satellit und das dann an mehrere tausend Veranstaltungsorte Public Viewing mäßig übertragen. Das ist das Format, was Sie wahrscheinlich kennen. Dann hat sich das weiterentwickelt. Wir haben irgendwann diesen geschlossenen Satelliten aufgehoben und damals über ERF Fernsehen, später über Bibel TV öffentlich gesendet und zusätzlich über Livestream. Das waren schon von Anfang an immer hybride Events. Also diese Herausforderung der hybriden Veranstaltung, ein Zentralort und Public Viewing, das hatten wir von Grund auf. Und jetzt kam für dieses Jahr, für letzte Woche dazu ein Zentralort, der sich zunehmend verkleinert hat, weil plötzlich sichtbar wurde, das mit dem Publikum vor Ort geht gar nicht. Die Westfalenhalle 1 aufrechtzuerhalten macht überhaupt keinen Sinn. Wir werden eine Studiosituation bekommen und werden keine Besucher vor Ort haben dürfen. Und es sind weggefallen die entsprechenden Veranstaltungsorte an den oder die Hallen in den einzelnen Orten. Was ist dazugekommen? Es ist dazugekommen der Livestream Bibel TV und plötzlich jede Menge Zuschauer, wo klar war, die werden das zu Hause in ihrem Wohnzimmer oder auf dem Smartphone oder Handy empfangen. Und wir wollten, das war eine Vorgabe von uns oder ein Versprechen, wir wollten angelehnt an Jesus House, an unser Format, was wir im März hatten, einen höheren Zuschauerdialog. Und wir wollten die Möglichkeit schaffen, dass Fragen live in die Sendung hineingestellt werden können. Ich hoffe, Sie können die Folien alle sehen. Bei mir in der Vorschau ist das ein bisschen anders hier. Die Challenge begann bereits mit der Vorbereitung. Wer von Ihnen in Werken tätig ist, weiß, dass Infostände, die Möglichkeit, über die Arbeit zu informieren und Infoveranstaltungen, das ist plötzlich weggefallen. Und wir haben gesagt, auch das müssen wir jetzt online durchführen und haben uns mit Webinaren einerseits beschäftigt, aber da die Grenzen gesehen und haben gesagt, wir sollten ein Tool finden, wo wir Webinare einmal professionell aufnehmen, brauchen ein Tool, was jederzeit buchbar ist, was dynamische Termine hat und was Fragen und Interaktion der Zuschauer zulässt. So, ich muss doch jetzt doch gerade mal an die Regie zurückfragen. Sind die Folien ersichtlich von mir? Sind sie die? Ja. Ja, super. Gut, bei mir in der Vorschau sieht das ein bisschen anders aus. Schön. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Tool, was browserfähig ist, also ohne, dass man irgendeine Software runterladen muss. Und wir wollten eine hohe Zuschauerbindung erreichen, das Ganze datenschutzkonform. Und White Label steht dafür, es sollte eine Lösung sein, die von uns kommt, also so aussieht, als ob die von uns ist und nicht jetzt irgendeine Technik im Vordergrund steht. Im Vergleich zu Videos, man könnte ja auch sagen, man macht die Infoveranstaltung jetzt für die Gemeinden, nimmt man ein Video auf und zeigt das. Und da haben wir Untersuchungen eingeholt und gesehen, dass man mit Webinaren eine weitaus höhere Aufmerksamkeit als mit Videos erreichen kann und weniger Abbrüche hat. Also dass Menschen so eine Infoveranstaltung über Videos, wenn wir Gemeinden jetzt informieren über die Veranstaltung, 90% Zuschauerbindung im Vergleich zu 50% als nur
so ein YouTube-Video. Und der Anbieter dieser Webinartechnik hat gesagt, da die Teilnehmer davon ausgehen, dass der Referent in einem Webinar live spricht, wird ihm mehr Wertschätzung als bei einer Videoaufzeichnung entgegengebracht. Und so haben wir, das können Sie auf unserer Webseite hoffnungsfest.eu Infowebinar sehen, ein Tool entwickelt für die Gemeinden, dass Gemeinden sich informieren können. Und ich war da jetzt beispielsweise Samstagnachmittag drauf und dann wurden mir Termine angeboten für Samstag 14.30 Uhr und Montag 9 Uhr. Und wenn Sie jetzt da drauf gehen, dann ist das nächste Angebot Montag um 12 Uhr, jetzt, gleich um 12 Uhr. Also während ich hier spreche und wir zusammen sind, können Sie mein Webinar, mein Infowebinar auf der Homepage besuchen quasi. Und das Ganze nennt sich Evergreen Webinare. Und so haben wir viel, viel mehr geschafft in der Vorbereitung an Infoveranstaltungen. Ich konnte so gesehen 24/7 unterwegs sein. Und das Besondere dieser Technik ist, dass es einen asynchronen Chat hat. Das heißt, Teilnehmer haben die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen und die beantworte ich dann zeitversetzt per E-Mail. Das war ein Tool im Rahmen der Vorbereitung, was wir angeschafft haben oder eingeführt haben. Dann sind uns weggebrochen Schulungskongresse, Seminare, Vorbereitungskongresse für Gemeinden. Auch da haben wir eine Evaluation gemacht und haben gesagt, wir brauchen eine Webinar-Software, die bis 1000 Teilnehmer aufnehmen kann, die auch wieder browserfähig ohne Download ist, ohne dass man irgendein Tool runterladen muss. Und wir haben gesagt, wir brauchen etwas, wo man kein zweites Tool, kein zweites Werkzeug öffnen muss, um irgendwie Interaktionen zu haben. Und wir wollten ein Tool, wo man seine Medien wie in einem echten Seminar vor komplett hochladen kann, ein Medienraum sozusagen. DSGVO spielte wieder eine Rolle. White Label. Und da haben wir auch eine eigene Plattform, eine Schulungsplattform erstellt, connect7.de. Da können Sie später mal drauf gehen und da sehen Sie aktuell zum Beispiel dieses Einladeseminar. Das halte ich live. Und da sind ganz, ganz stark Interaktionen möglich. Hier sehen Sie so ein Beispiel des Bildschirms. Sie sehen hier einen sehr aufgeräumten Seminarraum. Das ist jetzt die Referentenansicht, wenn ich da drin wäre in diesem Webinar. Und dadurch, dass die Medien und auch die PowerPoint-Präsentationen beispielsweise alle vorher hochgeladen werden, habe ich hier eine schöne Vorschau meiner einzelnen Folien und kann dann da drauf gehen und habe hier meine Werkzeuge als Referent. Also mit dieser digitalen Technik haben wir dann die Schulungen gemacht oder werden wir dann die Schulungen durchführen. Eine Challenge war, früher hatten wir ganz, ganz stark auf Printmedien gesetzt, haben natürlich einen Shop. Heute war die Challenge, die Printmedien quasi umzusetzen in digitale Medien. Nahezu alle Medien, die wir als Print vorgesehen hatten, liegen auch digital vor, um sie auf WhatsApp zu verbreiten, Facebook, Social Media etc. Und wir haben auch einen Werbemittelgenerator entwickelt, wo man sich seine eigenen Digitalprodukte quasi digitalisieren kann, seine eigenen Werbemittel digitalisieren kann, um sie dann mit der Gemeinde-Homepage etc. zu verwenden und zu verschicken. Die größte Herausforderung war nun für die Sendung, die Testsendung, die Premiere letzte Woche und schlussendlich für November auch. Wie schaffen wir den Zuschauerdialog, der ja in der Westfalenhalle von Face-to-Face gewesen wäre und plötzlich war klar, es gibt kein Live-Publikum an keiner Stelle. Wir müssen ein Instrument schaffen für den digitalen Zuschauerdialog. Und hier haben wir eine kleine
Seite entwickelt, die ganz einfach aufgebaut ist. Hoffnung21.de heißt sie, die können Sie auch bis heute noch aufrufen. Und die hat maßgeblich drei ganz einfache Schaltflächen, das Gelbe, das Blaue, das Grüne und unten noch den Chat-Dialog. Und dieses Angebot dieses Dialogscharniers Hoffnung 21, das gehe ich mal kurz mit Ihnen durch die einzelnen Funktionen. Sie haben das gerade auch von Nikolai Hamilton gehört, stell deine Fragen in die Sendung. Ja, das wollten wir, dass Zuschauer die Möglichkeit haben, live ihre Fragen in die Sendung zu stellen. Und das war die gelbe Schaltfläche. Wer das gedrückt hat, den haben wir zu Slido weitergeleitet. Und dort gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die dann von den anderen Zuschauern, von den anderen Gästen down oder abgevotet werden. Also Daumen hoch oder Daumen runter. Der Aufwand, wir hatten einen technischen Betreuer, zwei Redakteure, die die Fragen angeschaut haben und durchgelassen haben und Nikola Hamilton als Moderator mit dem iPad, der dort seine Fragen hatte und sie dann den Akteuren gestellt hat. Ich habe Ihnen mal so die Top 6 Fragen oder Top 8 Fragen mitgebracht, hier gleich mit so einem Score. Sie sehen, das waren so die Top-Fragen, die dann hochgevotet wurden, wo die anderen Gäste gesagt haben, die dann auch Fragen gestellt haben oder nur voten wollten. Ja, die interessiert mich auch, möchte ich beantwortet haben. Daumen hoch. Und dann gab es auch einige oder viele, die downgevotet wurden. Und da sehen Sie unten, das waren meistens Statements. Das lässt sich ja nicht vermeiden, auch wenn viele Christen dann in der Sendung sind, dass es dann so Co-Prediger gibt oder Menschen, die einfach ein Statement abgeben möchten und eigentlich gar keine Frage haben, insbesondere keine Frage zum Thema. Und die wurden dann hier runtergevotet, sodass sich das quasi selber reguliert hat. Wir haben da gar nicht zensiert. Wir hatten jetzt letzte Woche alle Fragen durchgelassen, einfach weil es bei der Testsendung so gesehen auch noch ein bisschen überschaubar war bei der Premiere. Ob wir im November alle Fragen durchlassen werden, müssen wir mal schauen. Da bin ich nicht so ganz sicher. Vielleicht werden wir da auch dann in der Redaktion vorher auswählen, welche Fragen sollen überhaupt ins Voting laufen und welche nicht. Eine weitere Sache war, wenn wir an eine tatsächliche Veranstaltung denken, Evangelisationsveranstaltung, ist ja so das klassische Modell, dass es Seelsorgegesprächsmitarbeiter an den Orten gibt. Auch das gab es nicht mehr, weil es keine Orte gab. Und das war zum einen diese Funktion der Telefonhotline, eine Kasseler Nummer, ganz bewusst kostenfrei. Und hier haben wir technisch ein Telefonkarussell über eine Internetlösung geschaltet, der Aufwand, ein Administrator und 5 Gesprächsmitarbeiter. Und die Technik ist ganz einfach, wer als erstes abnimmt, hat das Gespräch. Und das Karussell klingelt, lässt quasi bei allen Gesprächsmitarbeitern klingeln und wer dran geht, hat das Gespräch. Und zum Schluss, das haben Jassi Erik, Miriam Kim Rauchholz und Sarah Brendel, also die Akteure der Sendung, sich auch noch bereit erklärt und waren auch noch Bestandteil der Gesprächsmitarbeiter und waren auch hiermit hineingeschaltet. Die grüne Schaltfläche, wer das am Handy aufgerufen hat, ist dann direkt aufs Telefon gekommen. Andere haben die Nummer dann abgeschrieben. Ja, und weiter geht es mit Gesprächsmitarbeitern. Immer diese Analogie, Veranstaltungsorte sind weggefallen. Es gab kein Dortmund, keine Gäste in Dortmund, aber es gab über 45.000 Bibel-TV-Zuschauer, denen wir die Möglichkeit anbieten wollten, ihre Fragen oder Probleme loszuwerden, mit Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Und da gab es eine zweite Ebene neben der Hotline, nämlich unten rechts auf hoffnung21.de, dieser Chat-Button.
Und wer da drauf gedrückt hat, wurde freundlich begrüßt. Hallo, Sie sprechen Sie jetzt mit einem Mitarbeiter, stellen Sie Ihre Frage. Und wer nicht drauf gedrückt hat, wurde nach einer Zeit erinnert, dass da die Möglichkeit ist, Fragen auch zu stellen über einen persönlichen Chat. Das haben wir mit einer deutschen Softwarelösung Userlike gemacht. Deutsch auch wieder aus DSGVO-Gründen. Der Aufwand, ein Administrator und 4 Gesprächsagenten, so nennt die Software die dann, die dann quasi an ihrem Bildschirm, an ihrem PC saßen und Chat-Mitarbeiter waren. Die Mitarbeiter saßen völlig verstreut in Deutschland. Und damit die Mitarbeiter sich untereinander unterhalten können, hatten wir die über Zoom miteinander verbunden, also quasi so eine Sprechfunkverbindung über Zoom. Hatten unsere Gesprächsmitarbeiter, konnten sich dann noch austauschen. Wir hatten ganz bewusst unterschiedlich besetzt. Da waren Theologen dabei, da war jemand aus der ProChrist-Geschäftsstelle dabei, sodass sowohl Organisatoren als auch Glaubensfragen beantwortet werden konnten. Und wenn irgendetwas unklar war, konnten die Mitarbeiter sich eben in ihrer Sprechfunkverbindung über Zoom dann nochmal abstimmen. Ja, und die Hauptfrage war, wie bietet man nun, ich hatte hier erst stehen, Bekehrung online an oder so ein Markenzeichen von ProChrist ist ja, dass wir sagen, wir wollen das auch konkret machen. Das Angebot Treffpunkt Kreuz hieß das früher in den Offline-Veranstaltungen. Wie macht man jetzt so etwas online? Wie lädt man zum Glauben an Jesus Christus online an? Und da an online ein haben wir diese blaue Schaltfläche. Ich habe gebetet, was nun? Entweder das Gebet oder ein Gebet, was wir vorgestellt hatten, oder manchmal ist ja auch nur ein Schrei ein Gebet, hat Miriam Kim Rauchholz gesagt. Also wer das getan hat, konnte hier drücken. Oder wer sagt, ich möchte einfach nur mehr wissen. Und dann hat sich diese Landingpage hier geöffnet, die Sie hier im Ganzen mal sehen. Die hat 3 Elemente. Oben nochmal das Gebet wiederholt. Unten der blaue Text, so ein persönlicher Brief der Akteure an den Zuschauer und unten ein Formular, wo bestimmte Dinge eingetragen werden können. Und das zeige ich Ihnen jetzt mal. Wenn jemand hier geöffnet oder angeklickt hat, ich habe gebetet oder ich habe meine Entscheidung mit Gott nochmal neu festgemacht oder ich habe das Gebet nicht gesprochen, habe sonst etwas gemacht, so, das konnte er hier ankreuzen. Und wenn er eine Geschichte erzählen möchte, was hat er erlebt am 7.1., wie ist es ihm gegangen? Vielleicht, wie er das nennt, wissen wir ja nicht. Ein Bekehrungserlebnis würden wir vielleicht sagen, ein Gast bezeichnet das ganz anders. Dann war das hier die Möglichkeit, das einzutragen und nur unter Nennung des Vornamens dann abzuschicken. Also ganz bewusst anonym. Wenn jemand zusätzlich Fragen hat, weil das ist ja auch der Punkt, Klaus Douglas hat es heute Morgen gesagt, Michael, Weiterarbeit, Nacharbeit. So langsam zum Schlusspunkt kommen. Sortierst noch mal ganz kurz, was so besonders wichtig ist. Ja. Sonst wird das für die nachfolgenden Beiträge dann immer Danke. Schwieriger. Danke, 2 Minuten habe ich noch auf meiner Uhr. Ich habe es im Blick, danke. hier war also das Follow-up, die Weiterarbeit, könnte man sich eintragen. Und die Performance-Vorbereitungen, technischen Vorbereitungen lasse ich mal weg. Und für Herbst haben wir in der Überlegung, weil wir von Veranstaltern hören, dass sie sagen, ich habe keine Lust mehr, in Corona-Zeiten etwas zu planen, was ich nachher absagen oder verschieben muss, überlegen wir, ob wir jedem Veranstaltungsort einen Online-Veranstaltungsraum anbieten. Nach dem Muster, wie es hier steht, musterstadt.hoffnungsfest.de. Live, dann eine Veranstalterkarte haben und jeder Veranstalter kann eine eigene Subdomain, einen eigenen Internetauftritt bekommen, dort das Hauptprogramm, was wir schicken, empfangen. Und das Besondere ist mit diesem Modell, dass jeder Ort seine eigenen Moderatoren hätte, seine eigenen Gesprächsmitarbeiter und hinweisen könnte auf seine eigenen Gemeindeseiten, weil eins planen wir als ProChrist nicht, selber nun Kirche zu sein oder Ersatz für Gemeinden zu sein, sondern nach wie vor wollen wir gerne Dienstleister sein. So, weiter mal, da würde mich interessieren, wie Sie insbesondere dieses letzte Angebot bewerten. Und ich sage
Herzlichen Dank, Kuno. Ich habe es geschafft, 40 Minuten Restzeit. Ich übergebe dann an den Chat bzw. an Thomas Gerlach für die nächste Anmoderation. Herzlichen Dank.